Leute, vor ein paar Wochen waren wir bei Dima Kozlowski zu Besuch. Und da haben wir mega nice Szenen gefilmt. Dima hat mir die Nägel lackiert. Und währenddessen haben wir ein Q&A gedreht. Also, viel Spaß dabei, uns zuzusehen. Ja! Hallo Leute, ihr seid heute bei Vlog von Dima. Ich bin zu Besuch bei meinem Mann. Wir haben ihn lange nicht gesehen. Das ist Dima. Mein Mann, der Vater von Dima, genau. Ich bereite mich vor für meine Rolle. Ich finde, sie sieht gut aus, oder? Rolle? Welche Rolle? Als Papa Dima. Stimmt, vielleicht, das ist keine Rolle. Wir sind wirklich zusammen. Oh. Dreh dich kurz weg. Dima, fühlst du schon, blöd? Viele Leute haben sich gefragt, wer ist eigentlich Papa Dima? Heute stelle ich euch vor, das ist Papa Dima. Hallo, ich bin Dima. Papa von Dima. So, jetzt sind wir hier bei Dima. Oh, warte mal, welchen Dima meinst du jetzt? Ja, du meinst ihn, oder? Ja, genau. Dima. Also das ist jetzt dein neues Haus, Dima, habe ich gehört. Ja, also hier wohne ich. TikTok. Zusammen mit TikTok anderen. TikTok Money läuft, gell? TikTok Money läuft. Hat fürs Haus gereicht. Ja. So krass, was für ein Support von euch kommt. Dank euch kann ich das alles, kann ich hier leben. Boah, jetzt bin ich aber neidisch. Und das steht dein Lambo. Oh. Komm Leute, ich zeig euch mein Lambo. Da ist mein Lambo. Wie findet ihr den? Lambo. Das steht nie wie ein Lambo. Er hat den Schlüssel vergessen. Doch, da stehen zwei. Eine kleine Autos. Nein, da steht gar nichts. Also, ich hab doch kein Lambo. Ich werde jetzt Dima dissen, weil er es verdient hat. Du hast es verdient, Dima. Aber Dima, du hast es einfach verdient. Aber ich habe doch nichts gemacht. Doch. Er hat aufgehört, Außenseiter-Content zu machen. Das habe ich niemals verstanden. Okay, er hat recht. Ja, Mann. Hau mich weg, Alter. Dieser Diss geht an Dima Kozlowski. TikTok ist nicht groß genug für uns beide. Also zieh deine, warum? Nennst du dich Dima Kozlowski? Du machst auch auf meinen Namen wie Mike Kozlowski. Verlege die Szene, beende deine Karriere. TikTok, deine Zeit vorbei, dich kennt heute keiner. Du bleibst Außenseiter. Aber Spaß beiseite, Mann. Du bleibst jetzt die Idol meiner Kindheit. Okay, jetzt machen wir ein Q&A mit Dima und Dima. Weil ich bin auch so lustig, ganz ehrlich. wir fangen aber an mit... Achso, warte mal. Währenddessen lackiert Dima die Nägel. Oder fangen wir. Dima will jetzt die Nägel lackieren. Er macht das zum zweiten Mal in seinem Leben. Zweimal in meinem Leben. Also es kann sein, dass es schief geht, deswegen bitte nicht zu ernst bewerten, okay? Nicht zu kritisch sein. Wir werden es trotzdem bewerten am Ende. Okay. Also ich fange bei dem kleinen Finger an, okay? Ja. Bist du ein E-Boy? Bist du ein E-Boy? Was ist ein E-Boy? Ein E-Boy? Das was ist das? Also das kommt auf den Style an drauf. Also mit lackierten Nägeln und so? Ja genau, lackierte Nägel, leile Piepern und alles. Das einfache Klischee. Dima ist das einfache Klischee eines E-Boys. Ich sehe auf jeden Fall, also Dima macht sehr viel Liebe. Mit Liebe zum Detail. Hast du als Russe, wenn du Scheiße gebaut hast, Schläge bekommen? PS, ich bin selber Russe. Boah, mit Schlägen direkt? Ich kann beide Dima fragen. Sag du erstmal. Also es gab mal Momente, klar, wo man mal eine Backpfeife bekommen hat, wo es mal den Gürtel gab, auf den Hintern. Den Gürtel gab es bei mir auch, aber die schlimmste Bestrafung, ganz ehrlich, war, als mein Dad mich ignoriert hat. Er hat einfach tagelang nicht mit mir geredet. Es gibt nichts Schlimmeres, als dein Elternteil ignoriert dich und beachtet dich gar nicht. Das stimmt. Wenn du sie so krass enttäuscht hast, dass sie einfach nicht mehr mit dir reden, das war das Schlimmste. Ja, das ist die härteste Bestrafung. Also mittlerweile, wo ich jetzt erwachsen bin, bestrafe ich meine Freunde auch so, wenn sie mich enttäuscht haben. Wieso gelbe Haare? Nein, die Frage geht an Dima. Wieso gelbe Haare? Ja, ich dachte, die sind eigentlich grau, aber danke fürs Kompliment, Alter. Max, kannst du aber mal Sammy filmen, wie sie einfach gerade studiert? Ich mache Uni, falls meine Eltern das sehen und sagen, TikTok würde mein Leben zerstören. ich mache auch Uni nebenbei. Und wir haben das TikTok. Also checkt es auf jeden Fall ab. Wie findet ihr, hat Dima die Nägel lackiert? Kann man nicht meckern, würde ich sagen, oder? Ja, also ich finde es auch gut. Leute da draußen, wenn ihr auch die Nägel lackiert bekommen wollt, schreibt mich an, ich werde euch nicht antworten. Alright. Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert und diesen Kanal. Abonniert! Definitiv. Auf jeden Fall. Sehr wichtig. Checkt alle nochmal Instagram ab, Spotify, checkt auch Sydneys YouTube. Sydney Bernie. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Alle Leute sehen. Dima bleibt am Ball wie Mbappé. Und ich weiß genauso, wird es gehen.